Okay, dann können wir gleich weitermachen. Dann begrüße ich euch, Sie alle herzlich zum zweiten Teil, zum zweiten Panel des Fachtags. Wir möchten jetzt über Trauma- und Gewaltschutz sprechen und uns sozusagen mit dem Fokus Schutz und Unterstützung den besonderen Bedarfen von geflüchteten queeren Frauen annähern. Wir werden dazu verschiedene Perspektiven hier auf dem Panel mit mir haben und wieder geballte Expertise, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ich möchte kurz die Kolleginnen hier vorstellen. Ich beginne zu meiner Linken, Margret Goeth, Diplompsychologin, Psychotherapeutin und auch Fachbuchautorin. Sie ist seit 30 Jahren Mitglied im Verband für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie und war über 20 Jahre lang Beraterin und Mitglied der Geschäftsführung und auch Mitglied der Geschäftsführung von Plus e.V., die Angebote und Beratung zur Vielfalt von sexueller Orientierung und Geschlecht anbieten. Seit vielen Jahren engagiert sich Margret auch für die Beratung, Begleitung und Umsetzung der Schutzgarantien queerer geflüchteter Menschen. Deshalb haben wir sie heute eingeladen und sie ist seit 2021 Teil der LSBTI-Beauftragung in der Stadt Mannheim. Willkommen. Gerne nochmal, ja. Daneben auch zu meiner Linken Lilly Traser, Fachreferentin Queer und Flucht im LSVD. Lilly setzt sich seit 2015 für die Rechte von queeren Geflüchteten in Deutschland ein. Sie ist zertifizierte Online-Referentin, Beraterin und Empowerment-Trainerin und außerdem Vorstandsmitglied des Queeren Netzwerk NRW e.V. und Vorstandsmitglied von Sofra Queer Migrants e.V. Und sie hat einen Abschluss in Umweltwissenschaft mit Schwerpunkt Migration und Klimawandel. Herzlich willkommen, Lilith. Und genau wie bei Lilith ist auch bei Marie-Louise Löffler, stellt sich mir immer wieder die Frage, ob diese Menschen auch manchmal schlafen mit ihren ganzen vielen Engagements und Rollen. Sehr beeindruckend, Marie-Louise Löffler ist Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heidelberg. Sie ist Mitglied im Gleichstellungsausschuss des Deutschen Städtetags und Bundessprecherin der Gleichstellungsbeauftragten seit kurzem. In ihrer Arbeit auf lokaler Ebene, Landes- und Bundesebene sowie auf EU-Ebene bringt sie ihr Wissen zu Gender, Intersektionalität und Antirassismus ein. Zu diesen Themen hat sie zuvor geforscht und gelehrt, unter anderem in Leipzig, an der Stanford University und an der University of California, Berkeley. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf dem Thema Gewalt gegen Frauen und die Istanbul-Konvention. Und zu diesen Projekten, die sie in dem Rahmen durchgeführt wird, sprechen wir gleich noch ausführlich. Und unser Panel rundet ab. Oder erstmal noch einen Applaus für Marie-Louise Höffler. Genau, unser Panel rundet ab. Awadalla. Awadalla lebt, schreibt und arbeitet im Gesundheitsbereich in Berlin. Awadalla bringt Erfahrung aus der Arbeit mit Geflüchteten aus Kairo und Berlin mit. Awadalla studierte in Kairo Pharmazie und engagierte sich dort in der queeren Community und mit geflüchteten Menschen aus dem Sudan, Eritrea und Äthiopien und später auch mit Syrerinnen. Heute konzentriert sich Awadallas Forschung und Schreiben auf Public Health, Flucht und Migration sowie radikale Sexualpolitiken. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Genau. Wir schließen jetzt an das Gespräch von heute Morgen. Wie gesagt, heute Morgen ging es vor allem um Recht und das Recht auf Schutz auch. Die Istanbul-Konvention beschäftigt sich ja aber auch sehr ausführlich mit Schutz und Unterstützung. Und da wollen wir uns eben heute angucken, was es bedeutet, welche besonderen Bedarfe queere, geflüchtete Frauen auch haben, die Gewalt erlebt haben. Das Panel ist entstanden auch aus dem Bewusstsein über Leerstellen, die wir in unserem Alltagswissen und auch in unserer Praxis im Gewaltschutz haben. Und dazu möchte ich jetzt mit Marie zunächst sprechen, das ist sozusagen eine der geistigen Mütter dieses Panels. Wir haben vorhin eben schon gehört von den fehlendem Verständnis für lesbische Lebensrealitäten. Du hast in deiner Praxis im Gewaltschutz in Heidelberg eine Studie gemacht, wo es darum ging, welche
oder in der ihr auch Leerstellen im Gewaltschutz identifiziert habt, um alle gewaltbetroffenen Frauen, jetzt noch gar nicht spezifisch geflüchtete Frauen oder queere Frauen, zu versorgen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen zu dieser Studie. Sehr gerne. Genau, wir haben in Heidelberg von 2019 bis 2021 gemeinsam mit der EU-Kommission ein Pilotprojekt durchgeführt, Guide for You, in dessen Rahmen wir auch eine Studie, also eine Fragebogenstudie, eine anonyme, durchgeführt haben, die adressiert war erstmal an Frauen, die allgemein häusliche Gewalt erlebt haben, und wo wir evaluieren wollten, was haben die Frauen in unserer Region erlebt, erstmal grundsätzlich, was hatten sie für Gewalterfahrungen, aber auch haben Sie unser Hilfesystem, sind Sie das angelaufen, haben Sie sich Hilfe gesucht oder auch nicht? Also uns war ganz wichtig, ins Dunkelfeld auch hineinzuschauen und zu wissen, ja, warum denn eigentlich nicht? Also wir haben in Heidelberg ein sehr gut ausgebautes Hilfesystem, wissen aber, dass wir viele Frauen grundsätzlich nicht erreichen durch das Hilfesystem. Und dann haben wir weiter gefragt, na, was wären Ihre Wünsche gewesen? Also wenn Sie uns mitteilen könnten, was Sie in dieser Situation gebraucht hätten, was wäre es gewesen, damit wir in der Koordination und Ausstattung des Systems davon lernen können? Und das Ergebnis war tatsächlich, also für uns sehr erhellend, aber ganz wichtig, dass 90% der betroffenen Frauen angegeben haben, dass sie psychisch schwer belastet waren und traumatisiert waren durch die Gewalterfahrung, dass sie aber kaum Unterstützungsmöglichkeiten gefunden haben, sowohl in Heidelberg als auch in der Region. Und damit war einer der ersten Wünsche, die sie angegeben hatten, Traumatherapien, also Möglichkeiten einer psychotherapeutischen Unterstützung. Und das war tatsächlich so ein Punkt, wo wir gedacht haben, okay, und wenn wir das jetzt weiterdenken für den Bereich Flucht und geschlechtsspezifische Gewalt, wo die Prävalenz einfach sehr, sehr hoch ist von geflüchteten Frauen, und dann das auch nochmal weiterdenken in das Thema Trauma und mit einbeziehen, wie hoch die Hürden sind für geflüchtete Frauen und besonders nochmal für queere geflüchtete Frauen, überhaupt einen Zugang zu Versorgungsstrukturen zu finden, dann müssen wir uns diesem Thema nochmal dezidiert zuwenden. Und das war so auch die Genese dieses Panels so ein bisschen, dass wir gedacht haben, okay, wir möchten das gerne genauer diskutieren. Also wie ist eigentlich die Lage, was sagt die Istanbul-Konvention dazu und was wären eigentlich die Bedarfe? Genau. Dankeschön. Da würde ich gerne anschließen mit dir, Awadalla. Du hast in Ägypten, aber auch in Berlin in Refugee Communities gearbeitet, zu sexueller Gesundheit vor allem, aber eben da auch immer wieder das Thema sexualisierte Gewalt gestreift. Was sind aus deiner Perspektive oder mit deiner Erfahrung Hürden für Geflüchtete und besonders queere Geflüchtete, sich dann auch Hilfe zu suchen, wenn sie gewaltbetroffen sind? Vielen herzlichen Dank für die Frage und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also hallo zunächst einmal. Also wie bereits angesprochen, ich habe Erfahrung mit Flüchtlingen in verschiedenen Kontexten. Das heißt, ich habe mit Flüchtlingen in Ägypten gearbeitet. Ich habe das Geflüchtetensystem in Ägypten besteht hauptsächlich aus dem UNHCR und Organisationen, die von dem UNHCR unterstützt werden. Also das ist ja ein UN-Gremium, das für Geflüchtete zuständig ist. Und das hat letztendlich das System für Geflüchtete überall auf der Welt beeinflusst. Und viele Richtlinien kommen eben auch vom UNHCR. Ich habe für ein Programm, eine unabhängige Organisation vielmehr, gearbeitet, die nicht Teil des UNHCR-Systems ist. Das heißt, wir haben hier quasi eine Lobbyposition für Geflüchtete eingenommen und versucht, durch dieses sehr komplizierte System die Flüchtlinge, Geflüchteten zu begleiten. Und natürlich habe ich auch mit dem Thema geschlechtsspezifische Gewalt Kontakt gehabt. Ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, die, also insbesondere queere Menschen, Frauen, die sowohl häusliche Gewalt als auch sexualisierte Gewalt erfahren haben. Um ehrlich zu sein, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, habe ich erwartet, dass
die Menschen in einer Stadt wie Kairo wirklich große Schwierigkeiten haben, sich zurechtzufinden. Aber es gab dort immer wieder Menschen, die uns gefunden haben, die uns ihr Schicksal erzählt haben und uns erzählt haben, was sie zuvor erlebt haben. Und das große Thema dieses Panels heute ist ja das Thema Trauma. Und ein Trauma ist natürlich eine sehr schwerwiegende Erfahrung. Also da sieht man das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, aber natürlich auch in gewisser Weise das Beste, weil man sieht, wie die Menschen es schaffen, einen Neuanfang zu beginnen, dass sie mehr als nur überleben sozusagen und dass sie auch in einer Gemeinde sich gegenseitig unterstützen. Also um die Frage jetzt zu beantworten, die Hindernisse, die vor denen Geflüchtete stehen und insbesondere auch queere Geflüchtete, die nach Hilfe suchen, da gibt es eben Hindernisse. Also folgendes Hindernis ist einfach schwierig, darüber zu sprechen. Also wenn jemand sexualisierte Gewalt überlebt hat, ist es einfach schwer, das anzusprechen und nach Hilfe zu suchen. Manchmal ist es sogar so, dass man nicht mal den engsten Freunden davon erzählt. Also das ist natürlich ein weltweites Problem. Es ist schwer für Menschen, über so ein Thema zu sprechen. Wenn wir jetzt über queere Flüchtlinge, Geflüchtete sprechen, dann gibt es natürlich noch andere Probleme, ganz spezifische Probleme wie sprachliche Probleme, Fragen der Sicherheit. Man weiß auch einfach nicht, wo man Hilfe bekommt oder welche Strukturen Hilfe bereitstellen. Also es gibt auch Hilfsorganisationen, die jetzt nicht unbedingt sich speziell an Geflüchtete richten. Und das Gleiche gilt für Traumata. Also bei Traumata ist es ja auch so, dass man kaum Vertrauen in andere Menschen hat. Und das kann auch das Gedächtnis beeinflussen. Das heißt, das ist wirklich ein großes Hindernis, dass die Geflüchteten dann eben Hilfe suchen. Meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass die Arbeit mit queeren Geflüchteten, insbesondere in Kairo, auch so ist, dass viele dieser Geflüchteten Gewalt aus der eigenen Geflüchteten-Community erfahren haben. Das heißt, das macht es noch einmal schwieriger, Hilfe zu suchen, weil sie Angst haben, dass sie sich dann exponieren in der Community. Und wenn sie sich an eine Nichtregierungsorganisation wenden oder irgendwo um Hilfe ersuchen, dann treffen sie dort vielleicht wieder auf ihre eigene Community, in dem Falle die gleichen, also die Geflüchteten. Das heißt, Diskretion ist hier wirklich sehr wichtig, insbesondere wenn es um sensible Themen geht. Also wie kann man hier einen sicheren Raum schaffen in den bestehenden Strukturen, um diese Hindernisse abzubauen? Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Einsichten auch nochmal in andere Systeme und andere Aufnahmestaaten. Das ist, unterscheidet sich ja auch zum Teil einfach, was das Unterstützungsangebot dort auch ist. Lili, ich würde dich gerne bitten, ob du zu dieser Erfahrung vielleicht noch die Erfahrung, die du jetzt auch in den letzten Jahren mit dem Projekt Queer Refugees Deutschland gemacht hast, ob du da noch ergänzen kannst, wie die Situation hier für gewaltbetroffene, geflüchtete und queere Frauen ist, was die Versorgung angeht. Das ist eine sehr wichtige Frage, aber gleichzeitig ist, es gibt keine eine Antwort darauf, weil es gibt so viele Gewaltfälle, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, dass wir wissen es selber nicht, wo sollen wir anfangen und womit können wir die Leute eigentlich erreichen. Weil es gibt systematische Probleme, es gibt strukturelle Probleme und dann gibt es auch diese individuellen Probleme, die nicht in Betracht gezogen werden. Aber was würde ich hier sagen, es geht um, wie auch Awadalla und Marie gesagt hat, wenn die Leute traumatisiert sind, sie brauchen eine Psychotherapie. Sie brauchen Hilfe, sodass sie diese Trauma überwinden können. Aber das Problem ist, wie sieht es aus mit den Leistungen? Also wenn wir reden über die strukturellen Probleme in Deutschland, die Leistungsansprüche, bis die Menschen einen Asylantrag abgeschlossen haben,
oder positive oder negative, das ist dann unterschiedlich. Eine positive Antwort von BAMF oder ja, vielleicht auch, wenn es so schnell geht, dann auch vom Gericht, wobei es nicht so schnell geht. Dann bekommen Sie eine Versichertenkarte, so eine Gesundheitskarte. Dann könnte Psychotherapie eigentlich anfangen. Davor, wenn es um Sozialamt geht, das geht leider nicht. Das ist ein großes strukturelles Problem. Dann kommt dazu auch das Problem mit den Menschen, die dort arbeiten. Weil wir haben letztens erlebt, dass vor allem lesbischen Frauen, die werden angegriffen, sogar auch in Frauenhäusern. Covid-Pandemie war keine gute Zeit für uns. Da haben wir sogar auch mit Queer European Asylum Network Fachtage gehabt, worüber wir auch geredet haben. Aber letztens haben wir herausgefunden, dass viele Leute könnten auch unter der Pandemie uns nicht erreichen, weil es gab kein Internet. Also sie mussten irgendwo in einer Café sitzen oder vielleicht die Großstadt besuchen und dann freie Internet bekommen. Dann könnten sie mit uns reden. Also die strukturellen Probleme sind sehr viel. Und was tun wir, um diese Gewalt zu reduzieren oder zu beheben, ist, dass es gibt zwei Projekte vom Familienministerium. Einer ist dieser D-Book, die dezentrale Beratung und Unterbringung von geflüchteten Menschen. Das hatte uns sehr viel geholfen, weil das war dann auch ein Zugang zu Gewaltschutzkonzepten mit den Gewaltschutzkoordinatoren. Und dann zweite ist dieses Projekt von BAF, vielleicht kennt ihr das auch, Be Safe. Das wurde sogar letztens auch von den Fragen von Grevio darauf geantwortet von der Bundesregierung, dass wir haben Be Safe und das wurde verlängert bis dieses Jahres, bis Ende des Jahres. Und das fand ich auch sehr interessant, als ich das gelesen habe. Ah, okay, für Istanbul-Konvention, wir nutzen D-Book und Be Safe, wobei die sind eigentlich für EU-Aufnahmerichtlinien zuständig. Naja, gut, wir machen das als Bundesregierung so, dass wir mit den eine Klappe, zwei Fliegen eigentlich klatschen. Naja, gut. Zurück zu deiner Frage noch einmal. Alle diese Anfragen, die an uns gerichtet sind in den letzten Jahren, vor allem auch unter der Pandemie und jetzt auch wieder, die Leute wissen es gar nicht, wo sollen sie hin. Das ist ein großes Problem. Darüber reden wir nicht, dass es gibt einen Mangel von Fachkräften, sogar auch in Großstädten. Im ländlichen Bereich, darüber sollen wir nicht reden. Wir haben heute auch mitbekommen, dass in Sachsen-Anhalt war das. Es gibt die Frauen, die bekommen keine gute Versorgung in einer alten Konzerne. Also darüber müssen wir reden, weil wir tun, als ob mit einem Namen Be Safe und einem Namen D-Book haben wir unsere Ziele erreicht. So ist es nicht. Diese Gewaltschutzkonzepte, die auch da sind jetzt, die müssen richtig strukturell in den ländlichen Bereich auch umgesetzt werden. Und dafür gibt es auch ein Datum von Grevio, dass Deutschland sollte das bis zum Dezember 2025 eigentlich erreichen. Schauen wir mal, wie würde das passieren. Ich sehe das nicht so, dass es würde umgesetzt werden bis dahin. Ja, danke schön. Da sind wir auch schon ganz tief in den Maßnahmen und in den vielleicht auch positiven Ansätzen an der Frage, was gibt es noch nicht. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen an dieser Stelle und vielleicht auch Sie euch alle mitnehmen, was die Thematik von Trauma angeht. Und ich weiß nicht, ich wurde ja vorgestellt, ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich glaube, dass es auch außerhalb der Beratungs- und Psychotherapie-Landschaft-Community vielleicht gar nicht unbedingt allen bewusst ist, was
bedeutet Trauma eigentlich und was macht das mit den Menschen? Aber Dalla ist gerade schon ein bisschen darauf eingegangen, es kann zu Schwierigkeiten im Gedächtnis führen, die Frage von Vertrauen spielt da eine große Rolle, aber ich würde gerne da gar nicht selber mehr dazu sagen, sondern dich, Margret, bitten, du uns da mal einmal einführen kannst in so eine verständliche Definition von Trauma und eben dann auch, was bedeutet, traumasensibel zu arbeiten in dem Kontext. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, alle erlauben, dass ich so einen kleinen Ausflug mache zum Thema Trauma. Wir verwenden Trauma ja in vielfältiger Hinsicht, oft eben eigentlich synonym mit Traumafolgestörung oder Folgen von Trauma. Und ja, ich fange nochmal ganz sozusagen von vorne an. Ein Trauma erstmal ist ein extrem bedrohliches Ereignis oder eine Folge von extrem bedrohlichen Ereignissen. Und dieses Trauma, wenn es Menschen erleben, das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann Naturgewalt sein, das kann Gewalt sein, das kann Vernachlässigung sein, hat Folgen. Diese Folgen finden auf verschiedenen Ebenen statt, vor allem eben auf neuropsychologischer Ebene und auf emotionaler Ebene. Und wir alle kennen das zum Beispiel, wenn man einen Schreck erlebt, man hat das Gefühl, die Zeit geht langsamer oder manchmal hat man auch im Gegenteil das Gefühl, die Zeit geht sehr schnell. Und was passiert ist, dass das Gehirn versucht, eben diese außergewöhnliche Erfahrung zu verarbeiten. Und das tut es, indem es trennt, indem es Wissen, was ist passiert, und Gefühl, wie habe ich mich gefühlt, verschieden abspeichert und diese beiden Informationen nicht mehr zusammenbringen möchte, möglichst, weil es eben so belastend ist. Es können weitere körperliche und seelische Folgen müssen aber nicht. Viele Menschen erleben extrem belastende Ereignisse und können das für sich sozusagen und auch in ihrem sozialen und emotionalen Umfeld, wo sie sind, bewältigen, ohne zumindest jetzt in psychologischer Hinsicht gesprochen, krankheitsrelevante oder störungsrelevante Folgen zu entwickeln. Auch das muss man im Blick behalten. Es sind nicht sozusagen alle Leute arm und hilflos, sondern sehr viele Menschen verfügen über erstaunliche Ressourcen. Trotzdem darf man sich darauf natürlich auch nicht ausruhen, dass sich Menschen schon irgendwie wieder erholen werden. Aber auch das ist eben genau zu prüfen, an welchem Punkt stehen die Menschen. Wenn wir jetzt genauer gucken auf queere Frauen, was auch klar ist, wenn das extrem bedrohliche Ereignis oder die Folge von extrem bedrohlichen Ereignissen, die jemand erlebt, durch Menschen verursacht wird, also ich kann ja auch eine Naturkatastrophe erleben, das ist eben nicht durch Menschen. Gut, wenn man jetzt weiterdenkt, vielleicht doch durch Menschen gemacht, aber erstmal nicht direkt durch Menschen gemacht, war vielleicht kein gutes Beispiel. Aber wenn eben Menschen mir Gewalt antun, dann ist es auf jeden Fall belastender und auf jeden Fall schwerer zu verarbeiten. Wenn es öfter passiert, wenn es in einem Klima passiert, das diese Gewalt gut heißt, dann ist es auch belastender. Wenn es niemanden in meinem Umfeld gibt, keine andere Person, die sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht korrekt, dann ist es belastender. Also wenn wir jetzt schauen, queere Frauen erleben menschengemachte Traumata, erleben sie oft wiederholt und erleben sie in einem Umfeld, wo sie eben keine Bestärkung bekommen, das ist nicht in Ordnung, wir sind hier auf deiner Seite, so können wir schon daraus sozusagen sehen, dass es belastender ist. Und was dann eben passiert, ist ganz oft Folgen von Ängsten, Schlafstörungen, Vertrauensverlust, Abspaltung. Menschen können sich nicht mehr gut erinnern,
Menschen wirken emotional verwirrt. Und das alles führt dazu, dass man ihnen nicht mehr, noch weniger glaubt, sozusagen. Und da kommen wir dann nachher nochmal hin. Das ist natürlich im Asylverfahren, wo es um die Glaubwürdigkeit von Menschen geht, wo das der zentrale Punkt sozusagen ist, wird mir geglaubt, extrem gefährlich, würde ich jetzt fast sagen. Und traumasensibel, um das noch kurz zu beantworten, würde eben heißen, in den Handlungen, in den Angeboten auf diese ganzen Mechanismen Rücksicht zu nehmen, das zu beachten, dass ich vielleicht eben zunächst mal einen Bericht bekomme, der fast wirkt wie abgelesen oder wie von einem Roboter, weil eben genau das ein Schutzmechanismus ist, nicht die Gefühle zuzulassen. Und wir sind es aber gewohnt, wenn Menschen mit uns sprechen, dass sie eben auch emotional schwingen und erst dann glauben wir ihnen eigentlich. Dankeschön. Ja, wir gehen dann sehr gerne auch gleich noch auf die Asylverfahren ein. Vorher würde ich Marie noch einmal, du bist ja auch eine sehr versierte Expertin zur Istanbul-Konvention und den verschiedenen Vorgaben darin. Ich würde dich gerne fragen, was sind denn genau die Vorgaben in Bezug auf Trauma in der Konvention, aber auch im erläuternden Bericht? Das ist sozusagen eine Art Auslegungshilfe zur Konvention, wenn man das so sagen kann. Sehr gerne. Also ich habe mich tatsächlich sehr über das erste Panel auch in diesem Bereich gefreut, weil vieles schon angesprochen wurde. Also Anne, du hast schon einiges sehr detailliert angesprochen. Deswegen würde ich jetzt nicht nochmal auf das Thema geschlechtsspezifische Gewalt und Trauma unter der Istanbul-Konvention im Asylverfahren so spezifisch eingehen, weil Anne, du hast das schon wirklich sehr schön auch erklärt. Sondern ich werde auf den Punkt der Versorgung und dem Zugang zu der Versorgung nochmal eingehen wollen. Und Anne hatte da auch schon einiges erwähnt, und zwar unter Artikel 60 Absatz 3, also wirklich auch unter dem Kapitel Flucht, werden die Hilfsdienste bereits erwähnt. Und dort ist der erläuternde Bericht auch spezifisch dann. Und zwar wird dort die psychologische Beratung neben anderen Hilfsdiensten wie eine medizinische Versorgung, eine sichere Unterbringung, Schutzräume wird dort bereits erwähnt. Aus meiner Sicht könnte man hier auch Artikel 20 noch hinzuziehen. Dort wird zu den werden die spezialisierten Hilfsdienste ausgeführt. Und zwar steht in Artikel 20, dass spezialisierte Hilfsdienste sofort, kurzfristig und langfristig bereitgestellt werden müssten. Und dann steht dort auch, dass sie flächendeckend, systematisch und ausreichend finanziert zur Verfügung gestellt werden müssten. Und am liebsten würde ich diese drei Punkte dreimal wiederholen, weil sie so wichtig sind, wirklich. Also vor allen Dingen auch der letzte Punkt der Ausstattung der Ressourcen wichtig ist. Wenn man dann weiter in den erläuternden Bericht zum Artikel 20 schaut, dann wird es tatsächlich sehr genau spezifiziert an der Stelle, dass A, wirklich hier alle Frauen gemeint sind und dieser Artikel damit verpflichtend für alle Frauen auch angewendet werden sollte. Und dort steht eben sehr genau angepasst an die spezifischen Bedarfe und Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen. Also auch nicht one fits all, sondern man muss sehr genau hinschauen, wer was braucht. Und dort wird auch nochmal ausgeführt, dass es sich hier auch nicht nur um Schutzräume handelt und auch nicht nur um eine medizinische Versorgung, sondern um eine sofortige, kurzfristige und langfristige psychologische Beratung und auch das Thema Trauma, also Traumatherapie, findet sich im erläuternden Bericht. Und damit ist für mich, zumindest in der Theorie, die Lage sehr eindeutig aus rechtlicher Sicht. Die Praxis ist aber meist leider davon weit entfernt. Ja, hier wird geklatscht, genau. Ja, vielen Dank für diese Erläuterung. Ein Teil der Hürden, die es dann eben zu diesem rechtlichen oder zu diesem Recht auf Versorgung gibt, haben wir schon gehört. Das ist dann ganz banal, der Zugang zur Krankenkassenleistungen. Wir gehen da auch gleich nochmal spezifischer drauf ein. Ich würde gerne jetzt nochmal dich, Margret, fragen, nochmal zurück zu den Traumata. Wir haben heute Morgen gehört,
wie die traumasensiblere Anhörung oder das Asylverfahren aussehen sollte. Wir haben jetzt gerade gehört, wie die Versorgung aussehen sollte. Kannst du uns noch mal erklären oder noch mal dann ausbuchstabieren auch, was sind die Problematiken, die sich dann für traumatisierte und besonders auch traumatisierte queere Frauen im Asylverfahren ergeben können? Ja, sehr gerne. Also zunächst mal ist es nach wie vor so, oder zumindest ich spreche jetzt mal für Baden-Württemberg, weil da kann ich es ganz definitiv sagen. Es gibt kein flächendeckendes Screening vor der Anhörung, ob Frauen traumatisiert sind, ob sie Gewalt erlebt haben. Sie müssen sich im Grunde selber irgendwie melden und selber Zugang finden. Selbst wenn sie dann Zugang gefunden haben, sind die Beratungsstellen weder ausreichend ausgestattet noch dauerhaft ausgestattet. Also diese schönen Worte. Sondern also man muss dann sozusagen hoffen. Und das heißt, der erste Punkt ist eine ganz, ganz große Unsichtbarkeit. Und gerade bei Frauen und bei queeren Menschen und dann eben queeren Frauen manchmal noch besonders, wird das Ausmaß der Gewalterfahrung nicht richtig eingeschätzt, wird unterschätzt. Das hat seine Wurzeln auch in einem Schweigen über queer- und transfeindliche Gewalt, in einer Nichtanerkennung auch von Mikroaggressionen und auch in homo-, trans- und queerfeindlichen Haltungen, die eben auch in den deutschen Köpfen sich sozusagen finden. Man kann sich eben nicht vorstellen, dass zum Beispiel auch in einer gleichgeschlechtlichen Frauenbeziehung Gewalt ausgeübt werden kann oder dass Erpressung zum Beispiel auch eine Rolle spielt im Kontext von gleichgeschlechtlichen Erfahrungen, die zum Beispiel eben in der Herkunftscommunity bedrohlich, also dann die Erpressung kann da einfach wirksam werden. Das wird alles ignoriert. Es werden einfach verschiedene Punkte eben nicht ernst genommen. Und dabei zeigen eben alle Studien, auch die deutschen Befragungen und Studien, die es gibt, dass gerade Frauen, die von den gängigen Rollen Vorbildern abweichen und auch Transfrauen mehr sexualisierte Gewalt erleben. Also sie sind gefährdet und das muss in Rechnung, also dem muss Rechnung getragen werden. Außerdem, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Traumatisierung eben führt zu Bewältigungsmechanismen. Ich versuche, so gut ich kann, damit zu leben. Und ein ganz zentraler Bewältigungsmechanismus ist dieses Abschalten von Gefühlen und sich nicht mehr erinnern können. Das widerspricht eben ganz konkret der Anhörungssituation, wo es darum geht, möglichst genau, möglichst detailreich, möglichst lebendig zu berichten. Das wiederum heißt, es braucht spezifische Anhörungsvorbereitung. In aller Regel ist eben kein ausreichender Zugang zu fachspezifischer, community-basierter Beratung und Anhörungsvorbereitung gegeben. Und es heißt aber eigentlich auch, an gewissen Punkten kann die Anhörung ein gesundheitliches Risiko sein, denn es besteht die Gefahr der Retraumatisierung. Und in der Vorbereitung, also bei mir war das so, dass ich schlussendlich in den letzten Jahren, als ich das gemacht habe, ganz klar zu den Menschen gesagt habe, als psychologische Beraterin müsste ich empfehlen, nicht über diese Erfahrungen zu sprechen. Das ist nicht der Moment. Jetzt im Moment ist das, sind sie nicht stabil genug. Und die meisten sagen auch, ich will das nicht. Aber im Blick auf die Anhörung, auf die rechtliche Situation, muss ich empfehlen, darüber zu sprechen, möglichst genau, mit möglichst viel Gefühlen. Und das ist genau das, was es ganz schwer macht. Was wir jetzt tun können, ist, möglichst bewusst in diese Situation zu gehen und möglichst genau zu überlegen,
was passiert danach? Wer kann auffangen, wer kann trösten, wer kann beruhigen, um das überhaupt aushalten zu können? Und da dreht sich's auch ein bisschen für mich im Kreis, denn theoretisch gibt es die Möglichkeit, mit dem Attest Traumafolgestörung die Anhörung aufzuschieben. Kleine Zwischenhürde. Die meisten haben gar nicht die Chance, vor der Anhörung einen Termin bei einer Ärztin zu bekommen. Und es muss, haben wir auch heute Morgen schon gehört, es reicht eben kein psychologisches Attest mehr. Es muss ein medizinisch-ärztliches Attest sein. Aber für viele ist diese Situation der Unsicherheit so belastend, dass man auch nicht guten Gewissens empfehlen kann, die Anhörung zu verschieben, weil es wird dann keine rechtliche Sicherheit erreicht. Gleichzeitig kann aber Traumabearbeitung nur sinnvoll passieren, wenn Menschen in Sicherheit sind. Also das ist das, was Traumatherapeutinnen als allererstes lernen. Wir machen keine Traumabearbeitung, solange die Patienten, Klienten nicht in Sicherheit sind. Also wie wollen wir in diesem Kreislauf mit den Menschen arbeiten, den Frauen helfen? Es müsste sowas geben wie eine Aufenthaltsgewährung für die Zeit der Therapie. Eine Traumatherapie kann viele Jahre dauern. Also da ist für mich wirklich eine große Lücke. Und tatsächlich die Frage, wie ernst wollen wir das nehmen? Ja, und wir sprechen über traumatisierte Menschen. Und mein Eindruck ist, wir wollen das einfach im Grunde nicht ernst nehmen. Ja, vielen Dank. Das wird ganz deutlich, das sind einfach sich sehr widersprechende Logiken, denen dann auch Beraterinnen zum Teil ausgesetzt sind oder in diesem System müsst ihr dann auch navigieren. Aber Dalla, du hast auch mit traumatisierten Menschen gearbeitet oder in der Community viele Jahre gearbeitet. Vielleicht kannst du noch mal ergänzen, was in deiner Erfahrung besondere Bedarfe sind, die gerade queere Menschen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und auch während des Asylverfahrens, was sie da bräuchten an Unterstützung. Vielen Dank für die Frage. Der Punkt wurde ja schon von einigen angesprochen und auch Marie, du hast gesagt, dass im ersten Panel schon mal gesprochen ist, es ist schwierig, über queere Flüchtlinge als eine Gruppe zu sprechen. Es ist eine so diverse Gruppe, so viele unterschiedliche Geschichten gibt es, wie der Asylprozess funktioniert. Einige sind geflohen wegen ihrer Geschlechteridentität, andere auch, weil im Land ein Krieg herrscht. Und sie sind zufällig auch queere Menschen. Deshalb muss man unterscheiden, wie man die Bedürfnisse angeht. Ein Punkt, der oft angesprochen wird, ist, dass die Menschen traumatisiert kommen, Trauma, die sie in ihrem Land erlebt haben oder auf dem Weg nach Deutschland. Aber die Asylerfahrung selbst wird nicht als traumatische Erfahrung beschrieben. Das heißt, die Ankunft und der Verlust der Kontrolle, wo man lebt, wo in Deutschland oder in welcher Unterkunft, der Verlust dieser Kontrolle und die Isolation und der Versuch, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, ein System, das manchmal die Bedürfnisse erfüllen kann, aber auch die Gefahr birgt, die Menschen zu retraumatisieren. Denn wenn man Hilfe sucht, ist das oft sehr schwierig und birgt auch die Gefahr einer Retraumatisierung. Ich habe schon gesagt, dass ich in Ägypten gearbeitet habe.
insbesondere auf dem Gebiet der genderbasierten Gewalt, da war es etwas anders. Menschen, die sexuelle Übergriffe überlebt haben, und um eine Retraumatisierung zu verhindern bei der Anhörung, haben wir uns dafür eingesetzt, dass diese Erfahrungen in unserem Bericht schon aufgelistet werden, mit Hilfe von Sozialarbeitern, die besonders geschult sind, und dass dieser Bericht die Menschen die ganze Zeit begleitet, so dass sie ihre Geschichte nicht immer wieder erzählen müssen, sondern diesen Bericht mitbringen, der bereits anerkannt ist im Rahmen ihres Asylanspruchs. Das war bei uns Praktik, wenn man nach Deutschland kommt. Man arbeitet nicht mehr mit dem UNHCR, sondern mit staatlichen Strukturen. Noch ganz kurz etwas zu diesen staatlichen Strukturen. Wenn wir versuchen, die Probleme dieser Gruppen anzugehen, dann versuchen wir zum Beispiel uns auch damit auseinanderzusetzen, wie BAMF funktioniert und der Prozess funktioniert. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt, wie die queeren Communities sich selbst organisieren. Welche Hilfeoptionen gibt es? Die viele fragen zuerst Leute aus der eigenen Community um Hilfe. Es ist also auch wichtig, dass die wissen, wo man hingehen kann. Leute, die zu mir hierher kommen, und ich arbeite jetzt mehr auf dem Gebiet der sexuellen Gesundheit. Wenn zum Beispiel jemand hier kommt zum HIV-Test, dann sprechen sie nicht über HIV, sondern über ihr sexuelles Leben, über ihr Coming-out, über ihre Traumata. Und wie ich gesagt habe, es gibt eine große Lücke bei den psychotherapeutischen Angeboten für die queere Gemeinschaft, nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland kommen und nicht Deutsch sprechen. Für uns als psychosoziale Berater, wir erfüllen viele Aufgaben, die eigentlich nicht bei uns liegen, sondern die andere Institutionen durchführen müssen. Aber aufgrund der bestehenden Barrieren müssen wir mit den Menschen auch über diese Dinge sprechen. Menschen kommen zu mir, weil sie von mir gehört haben, aus jemandem aus der Community, oder dass sie wissen, dass jemand ihre Sprache spielt. Oft kommen Leute und sagen, ach, ich habe nur gesehen, dass jemand Arabisch spricht in deiner Organisation. Das ist das, was die Menschen brauchen. Die Menschen müssen eine Community finden und die Möglichkeit haben, also wenn man diese Angebote bekannt machen muss, dann muss man zur Quelle gehen, zur BAMF. Man hat gar nicht die Option, dort nicht hinzugehen. Aber wir müssen uns auch die Strukturen darüber hinaus anschauen. Zum Beispiel die in den Communities bestehen, den queeren Communities, wo die Menschen sich auch austauschen. Ja. Das waren noch einmal sehr, sehr viele wichtige Punkte. Vielen Dank für die Erinnerung auch. Das kam ja heute Morgen auch von Lou Super mehrfach, dass es wirklich
gerade in den Fragen von Asylverfahren und Asyl für traumatisierte, geflüchtete Menschen geht es immer um die individuelle Betrachtung. Und es ist auch hier keine Gruppe, selbst wenn wir sie noch unterteilen und die verschiedenen Intersektionen uns angucken. Es ist, sind immer noch sehr viele unterschiedliche individuelle Geschichten. Du hast auch schon übergeleitet eigentlich zu der Thematik von Retraumatisierung, über die ich gerne sprechen würde noch. Also einmal ist eben das Trauma, das Menschen mitbringen, dass sie vielleicht im Herkunftsland oder auf der Flucht erleben, dass sie vielleicht in den Beziehungen erleben, die sie dort geführt haben. Aber es gibt auch die Thematik von Retraumatisierung in Deutschland durch die Unterbringung, durch die Asylverfahren. Darüber würde ich gerne mit dir, Lilith, noch mehr sprechen. Ich habe gelesen, auf der Webseite des Projekts Queer Refugees wird geschrieben, besonders in Flüchtlingsunterkünften und Integrationskursen scheinen Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen von LSBTI-Personen eher die Regel als die Ausnahme zu sein. Also sozusagen einmal diese, ich möchte gerne mit dir nochmal über diesen Teil von Gewalterfahrungen sprechen, aber auch natürlich über die Frage von Gewaltschutz in Unterkünften, also auch physische und psychische Gewalt. So, danke erstmal, Margret. Du hast über die Traumatisierung einen ganz zusammenfassenden Ausflug gemacht. Das war hervorragend, muss ich sagen. Und die Retraumatisierung in der Asylsystem in Deutschland, also BAMF einerseits natürlich ist zuständig für die Anhörung und da sollte man auch schauen, wenn die Menschen retraumatisiert werden durch die Anhörung, was eigentlich nicht wahrgenommen wird, weil Asylanträge müssen und auch die Asylanhörung vor allem müssen lückenlos und so wahrhaftig und lebendig dargestellt werden, dass es eigentlich auch wahrgenommen wird. Aber andererseits, die Aufnahmerichtlinie, die die 16 Bundesländer in Deutschland dazu verpflichtet, dass Menschen bei der Aufnahmerichtlinien auch einmal wegen ihrer Vulnerabilität kontrolliert werden, was für eine Vulnerabilität die Personen mitbringen und wie können wir diese Vulnerabilität eigentlich in Betracht ziehen und danach auch die Menschen unterstützen. Das fehlt. Das fehlt überall in Deutschland. Vielleicht gibt es eine Best Practice, aber das habe ich noch nicht mitbekommen. In meiner persönlichen Erfahrung, indem wir auch in die Unterkünften eigentlich zahlreiche Schulungen durchgeführt haben für die Mitarbeitenden dort zum Thema LSBTI und Flucht. Wir haben auch das Thema Trauma immer wieder dort erwähnt. Und die Menschen dazu befähigt, dass die Menschen nicht retraumatisiert oder retraumatisieren. Aber das Problem ist, wir können vielleicht die Mitarbeitenden dazu schulen, aber die Mitgeflüchteten sind auch da. Und die Menschen, die erfahren auch sehr viel Retraumatisierung durch die mitgeflüchteten Menschen, vor allem wenn ein Land zum Beispiel, sagen wir mal Niedersachsen, sagt, okay, wenn die Menschen aus Pakistan zu uns kommen, dann müssen wir alle Pakistanis in einer Unterkunft schicken, wo anderen Pakistanis auch da sind. Dann frage ich mich, ich bin aus Pakistan geflohen, weil ich hatte Angst vor anderen Menschen aus meinem Land, die mich was falsch gemacht haben. Und wir vermeiden Menschen, wenn wir traumatisiert sind. Und gleiche Menschen vermeiden wir sehr gerne. Wir wollen woanders sein, aber sind wir denn eigentlich nicht? Das passiert nicht. Und der Hintergrund ist, ja, die alle sprechen die gleiche Sprache, die haben die gleiche Kultur, die verstehen sich untereinander besser, ist es besser, sie unter oder in einer Gruppe zu schicken. Und das ist einer der sehr großen Gründe, warum Menschen retraumatisiert werden. Und dann kommen auch zu uns Menschen mit ihren Problemen, unter anderem, die werden angegriffen von Mitgeflüchteten, die werden gespuckt,
die werden auch verbal angegriffen, nicht, also körperlich auch ab und zu. Und dann, wenn es um die Hilfe geht, jetzt komme ich zu Gewaltschutzkonzepten, in vielen Bundesländern sogar die Heimleitung, die sind nicht dafür, dass wir die Polizei auch in dem Fall einmischen. Menschen wurden sogar auch mit Messern angegriffen. Die wurden auch niedergeschlagen, aber ja, wenn man die Geschichte auch so hört und mit den Menschen zusammensitzt, ist es nicht einfach auch so verdauen, was da alles passiert. Und dann bekommen sie nicht viele Hilfe aus Angst. Es gab ein paar Fälle, wo die Menschen auch eine Anzeige erstattet haben, aber in meisten Fällen, die haben Angst, dass das wäre Konsequenzen für ihre Asylanträge bringen. Also das ist, und das ist auch, was sie gelernt haben aus vielen anderen Ländern. Ne? Die Polizei ist nicht dein Freund und deine hilfeleistende Struktur da in vielen Ländern der Welt. Diese Amt von Polizei wurde von den Kolonialherrschaften eigentlich eingerichtet, um uns in unseren Ländern zu kontrollieren. Das vergessen die Leute. Wir, wenn wir auch nach Deutschland kommen, wir haben das genauso in unseren Körpern und auch in unseren Hirnen, dass die Polizei hier nicht für unseren Schutz da ist, sondern andersrum. Das vergessen Leute, ich weiß nicht wieso, aber wir hatten keine Polizei, ehrlich gesagt. Das war nicht unser Amt. Wir haben Judikative gehabt, aber Polizei, wie wir das auch heutzutage haben, war nicht, was wir hatten. Und das war ein Kontrollmechanismus. Und das ist immer noch da. Also, und Gewaltschutzkonzepte innerhalb Unterkünften, die zum Thema Trauma oder Retraumatisierung beinhalten nicht so viel. Es sei denn, dass die Gewaltschutzkoordinatoren oder Gewaltschutzbeauftragten, die auch zusammen am Tisch sitzen und darüber auch mit den Psychiatern, Psychologen auch reden, was können sie da tun? Und das sehe ich nicht aus sehr vielen Ressourcen, das würde irgendwann passieren, weil wir haben nicht so viele Ressourcen. Also, oder wir welche Ressourcen haben, aber das wollen wir nicht dort investieren. Das ist auch eine andere Frage. Wir haben auf einmal jetzt sehr viele Ressourcen für unsere Bundeswehr. Aber wenn es um Frauen- und Kinderschutz geht oder Menschenrechte allgemein geht, da hatten wir seit Jahren keine Ressourcen gehabt. Eine Sache dazu musste ich auch sagen, dass auch wenn wir die Leute als Gewaltschutzkoordinatoren oder Gewaltschutzbeauftragten benennen, was bedeutet dahinter? Haben sie wirklich Macht? Können sie was ändern? Oder ist es nur ein Amt? Oder ist es nur eine Benennung und die Personen müssen die ganze Zeit nur Berichte lesen und Berichte schreiben? Also wie sieht die Umsetzung aus? Ich sehe, da sind auch die Hände verbunden. Ich rede mit den Gewaltschutzkoordinatoren aus der ganzen Bundesrepublik und da haben sie nicht so viel, was sie umsetzen können, weil wir keine Strukturen haben. Also die brauchen auch wiederum Strukturen. In Niedersachsen, einer der großen Bundesland, oder auch in Bayern, das zweite oder das erste eigentlich von der Fläche her. Wie sieht es aus, wenn es um die Strukturen geht? Nicht so schön. Also ich bin zum Beispiel eine Gewaltschutzbeauftragte der Regierung in Bayern. Jetzt brauche ich Leute, Menschen, die diese Gewaltschutzkonzepte umsetzen können. Wo sind die? Wo sind die Psychiater, Psychologen, Ärzten, die eigentlich meine Klienten auffangen können? Wo sind die? Wo sind die Unterkünften, wo ich meine schwer traumatisierende Menschen eigentlich hinschicken kann? Also
man kann mich einen Titel geben und sehr schön und beschmuckend darstellen, aber ich bin da auch alleine gelassen wieder. Also es gibt eine sehr große, sehr großes Problem. Problem ist ein kleines Wort, ehrlich gesagt. Eine sehr große Katastrophe, dass wenn es um die Versorgung geht, da haben wir sogar auch für Menschen, die einen deutschen Pass besitzen, nicht so viele Möglichkeiten. So sieht es aus in Praxis. Also in Theorie ist es sehr schön. In Theorie ist es alles super. Istanbul-Konvention, wenn man das liest, man denkt, wow, Europa, Vorreiter der Menschenrechte. Dann liest man die Gesetze hier in Deutschland, wenn es um die Asylrechte geht. Ja, super, alles ist schön, alles ist gut. Aber ich als eine Sozialmitarbeiterin, ich bin alleingelassen. Ich bin als Gewaltschutzbeauftragte alleingelassen, weil ich habe die Menschen nicht da oder ich wurde nicht die Menschen zur Verfügung gestellt, die mir unterstützen können, überall. Ich sage nicht, dass es ist, nicht in Berlin passiert oder nicht in Köln, aber wir reden jetzt auch von Steinfurt oder vielleicht Schweinfurt in Bayern. In Bayern, ja. Sagen wir mal so. Nordbayern? Ja, ja, Nordbayern in Franken. Das ist im Kotzen manchmal. Danke, das ist tatsächlich... Sind wir da jetzt sozusagen bei einer weiteren strukturellen Hürde angekommen, die den Gewaltschutz für queere geflüchtete Frauen behindert? Und das ist politischer Wille, wie du gerade schon benannt hast. Das ist dann selbst, manchmal gibt es die Strukturen, es gibt die Menschen, es gibt sogar manchmal vielleicht das Bewusstsein für queere Realitäten. Du hast auch angesprochen, wie das ist, wenn es das nicht gibt und Menschen dann in Communities, in denen sie gefährdet sind, untergebracht werden beispielsweise. Aber selbst wenn es das gibt, dann fehlt manchmal einfach der politische Wille, auch die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank für den Aspekt nochmal. Ich würde gerne, du hast selbst die Überleitung schon gemacht zu der Versorgung von Frauen allgemein und der Versorgungslage, hier nochmal den Bogen zurückspannen zu Marie und den Angeboten in Heidelberg. Du hattest es beschrieben, ihr hattet das festgestellt, es gibt die Lehrstelle, es gibt den Bedarf, einen besonderen Bedarf für Unterstützung im Falle von Traumatisierung. Wie seid ihr damit umgegangen und welche guten Erfahrungen, um jetzt auch wieder ein bisschen den Ausblick zu schaffen, was wollen wir und was können wir schaffen, habt ihr da jetzt gemacht? Also für uns war es tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus der Studie, dass so viele Betroffene wirklich auch angegeben haben, dass sie von ihren Gewalterfahrungen traumatisiert waren und sich auch selbst so eingeschätzt hatten, weil das nämlich auch ein Schlaglicht auf unser eigenes System geworfen hat damals. Heidelberg hat wirklich seit vielen Jahren ein überdurchschnittlich gut ausgebautes Gewaltschutzsystem, das muss man wirklich so sagen. Aber trotzdem wurde dieser ganze Aspekt von psychische Belastung und Trauma bei Gewalterfahrung nicht mit erfasst in diesem Gewaltschutzsystem und auch strukturell nicht mit erfasst. Also das war auch für uns ein riesenblinder Fleck auf kommunaler Ebene und für uns aber eine ganz wichtige Erkenntnis aus dieser Studie. Das heißt, wir haben begonnen, uns mit diesem System, also es gab tatsächlich zwei parallele Systeme kommunal, das Gewaltschutzsystem und das Unterstützungssystem für den Traumabereich. Und wir haben angefangen, diese Strukturen überhaupt erstmal miteinander zu vernetzen und ins Gespräch zu gehen und uns gegenseitig auch zu verankern in den Systemen. Das heißt, dass aus unserem System in das andere System auch die Überweisungen überhaupt erstmal, die Weiterverweisungen stattfanden. Wir haben seit vielen Jahren runde Tische zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt. Das heißt, wir haben die allgemeine Psychiatrie mit eingeladen, wir haben das Traumanetzwerk mit eingeladen, wir haben geschaut, was es für niedergelassene TherapeutInnen mit diesem Schwerpunkt gibt und sind erstmal in einen Dialog gegangen. Ich habe mir überhaupt erstmal angeschaut, was passiert eigentlich in den einzelnen Bereichen, und ich glaube, das war für beide Seiten ein großer Aha-Effekt damals.
Und der zweite Teil, der sehr wichtig war, war tatsächlich auch ein Teil dieses Pilotprojekts, und zwar ein Lotsensystem haben wir etabliert. Und das hatten wir eigentlich nur etabliert, um den Zugang für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, leichter zu machen. Weil wir nämlich festgestellt haben, dass wir zwar ein tolles System haben, aber viele Frauen überhaupt nicht den Zugang in das System schaffen. Und wenn sie einen ersten Kontakt haben, meist schon wieder aus dem System rausfallen. Und deswegen haben wir eine Lotsin etabliert, die eben die Frauen an die Hand nehmen sollte und von Stelle zu Stelle begleitet, erklärt, was ist denn eine forensische Spurensicherung, was macht denn eine Gewaltambulanz, was ist denn eigentlich eine Interventionsstelle. Also es ist ja nicht allgemeingültiges Wissen, was einfach selbstverständlich ist, sondern es ist ganz wichtig, das auch mal zu erklären und überhaupt zu beschreiben, dass wir das haben und wer eigentlich für was im Gewaltschutzbereich zuständig ist. Und das Glück war an dieser Stelle, dass unsere Lotsin eine Traumapädagogin ist und damit auch schon diesen Überschnitt, diese Brücke in das andere System quasi gegeben hat. Und das ist genau das, was passiert, dass diese Lotsin in einem Erstkontakt erstmal schaut, wie stabil ist die Person, braucht es hier eine Soforthilfe auch aus dem traumatherapeutischen oder psychotherapeutischen Bereich. Sie kann lotsen in Therapiemöglichkeiten, also ambulant oder stationär, und das war für uns natürlich eine ganz tolle strukturelle Brücke erstmal, um Betroffene hier zu unterstützen. Und das weiten wir jetzt natürlich auch aus in dem Bereich Flucht. Also dass man hier genau evaluiert, wie sehen denn die Unterstützungsstrukturen in diesem Bereich aus, was ist genau auch in diesem Bereich vorhanden bereits und was bräuchte es hier noch. Dankeschön, das klingt sehr spannend und passt auch wirklich gut zu den anderen Best Practices sozusagen, die wir hier schon gehört haben. Ava Dalla hat angesprochen, so die Stärke der Communities und der Vernetzung in der Communities, was das sozusagen für die Menschen auch bedeutet, wenn sie sich da Vertrauen aufbauen können, sich vernetzen können, sich gestärkt fühlen unter Personen, die ähnliche Erfahrungen auch mitbringen. Lilith hatte auch schon erwähnt und Philipp heute Morgen auch die Ausweitung, die Schulung in Gewaltschutzunterkünften, die Ausweitung von besonderen Beratungszentren. Ich würde dich, Margret, gerne noch fragen, ob du hier auch ergänzen möchtest zu Empfehlungen für gute Beratungen für queere geflüchtete Frauen und da gerne auch auf deine 20 Jahre Arbeitserfahrung in diesem Kontext zurückgreifen kannst. Ja, danke. Sehr gerne. Würde ich noch was ergänzen? Ich würde vor der Beratung auch noch mal sagen, auch insgesamt die vielfältige aktivistische Arbeit, auch gerade im Bereich queere Geflüchtete und natürlich die Arbeit vom Queer Asylum Network, also die ganze, was wir heute Morgen gehört haben, ganz wichtig. In Baden-Württemberg haben ehrenamtlich Aktive des Landesnetzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg einen systematischen Verfahrensvorschlag zur Umsetzung der Schutzgarantien für queere Geflüchtete erarbeitet, schon 2015. Der ist online abrufbar. Der bemüht sich wirklich in ganz nah an den Amtsstrukturen und Gesetzestexten, die eben gelten, Vorschläge zu machen. Leider hat sich noch niemand gefunden, ihn umzusetzen. Also, aber es ist ein gutes Beispiel, wie könnte es denn aussehen? Ich möchte auch gerne noch mal sagen, vielfältige community-basierte Beratungsstellen haben sehr gute Konzepte für die Arbeit mit queeren Geflüchteten entwickelt. Auch beim letzten Fachtag war ja vertreten Letra, die sich eben ganz besonders um die lesbischen, bisexuellen und queeren Frauen bemühen. Also da gibt es Kompetenz, es gibt vielfältige Kompetenz im Feld der Psychologie vom VLSP, eben dem Verband queerer Menschen in der Psychologie. Und da werden auch Fortbildungen angeboten. Auch da passiert auch Weiterentwicklung. Auch Menschen, die in der SUV arbeiten, nehmen dort an Qualifizierungsfortbildungen teil. Also da geht es weiter. Was es dringend braucht, ist eben mehr ausgebildete Traumatherapeutinnen, die gleichzeitig auch queersensibel arbeiten, die wirklich bestärkend arbeiten, die solche Fallen auch von
internalisierten queerfeindlichen Haltung, eigenen Schuldgefühlen, die wiederum Belastungen verstärken können, da gut mit umgehen können. Aber ich soll ja, oder ich will ja auch auf die positiven Sachen gucken. Ein wirklich kritischer Punkt ist noch der Zugang zu medizinischen Transitionsmaßnahmen. Der ist ja insgesamt in Deutschland schwer, ist irgendwie so ein verharmlosendes Wort, ganz schwer und für Menschen mit nicht gesichertem Aufenthalt in Deutschland praktisch unerreichbar. Das ist ein Zustand, da muss sich was ändern. Also auch Menschen im Asylverfahren sollten Zugang zu Transitionsmaßnahmen bekommen, so sie sich wünschen. Und da ja der Zugang immer noch auch über Begleittherapie geregelt ist, müssen auch Begleittherapeutinnen über das Asylsystem Bescheid wissen und müssen auch differenzieren können, was sind Traumafolgen und was ist eben der Wunsch nach Transition. Also da kann ich jetzt noch kein gutes Best Practice, glaube ich, fällt mir zumindest gerade keins ein. Aber das wäre ein ganz wichtiger Punkt, an dem man weiterarbeiten kann. Und es gibt Expertise, also die könnte da zusammenkommen. Und vielleicht auch noch ein Punkt, ging vorhin so ein bisschen mir leider durch. In der Arbeit gibt es auch das Phänomen der sogenannten sekundären Traumatisierung. Das heißt, Menschen, die Menschen mit Traumafolgestörungen unterstützen, haben nicht selber ein belastendes Erlebnis erlebt, aber können durch diesen engen Kontakt eben auch massiv belastet werden. Und auch da gibt es gute Konzepte, wie sich BeraterInnen schützen können, damit gut umgehen können. Da ist es dann wieder ein Punkt der Ausstattung und der Ressourcen, dass wir eben auch wirklich gut arbeiten können und dauerhaft gut arbeiten können. Dankeschön für den Hinweis. Ich würde jetzt gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum, wenn Sie... Ja, ist eine erste Meldung. Würde ich noch mal bitten, vielleicht das ein Mikrofon... dort hinkommen. Dankeschön. Zwei Fragen hier vorne, auch noch Ines. In der Zwischenzeit schon mal vielen Dank. Auch das war wieder eine Art Rückbezug auf den Vormittag, denn da sind wir beim Recht auf Gesundheit und das ist natürlich so, dass solange der Zugang zur Gesundheit für Geflüchtete nicht ihrem Recht auf Gesundheit gerecht wird, es liegt da einfach nur sehr vieles im Argen. Ein drängender Punkt, jetzt auch mehrfach angesprochen wurde. Genau, hier eine Frage. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für das Panel und für die Möglichkeit, so viel lernen zu können heute. Ich habe eine Frage zu dem Begriff oder auch zu dem Gegenstand, der ja auch Gegenstand dieses Panels war, die Retraumatisierung. Wenn ich jetzt als Laie nur vom Begriff ausgehe, stelle ich mir vor, es gab ein Trauma, das wurde irgendwie gelöst, aufgelöst, therapiert. Und dann gibt es eine Retraumatisierung. Also, aber jetzt habe ich auch heute gelernt, dass es natürlich bis der Zugang zu Psychotherapie sehr lange dauert, sehr spät überhaupt erst kommt im Verfahren. Also ist der Begriff dann in diesen vielen Fällen noch der richtige? Oder müssen wir auch von so was sprechen wie Traumaverstärkung, Traumawiederholung? Und vielleicht auch, Margret Göth, ich fand Ihre Ausführung auch sehr, sehr lehrreich, zu was ein Trauma ist, wie das sich konstituiert. Dass es da vielleicht auch insgesamt noch deutlich komplexere Herangehensweise oder Verständnis braucht, was sowas auslöst, wenn das Trauma noch gar nicht gelöst wird, sondern die individuellen Bewältigungsstrategien, von denen wir heute auch gehört haben, eigentlich noch aktiv sind und überhaupt noch keine Hilfe da war. Und dann kommt ein nächstes Trauma obendrauf oder eine Traumawiederholung. Da würde mich vielleicht auch noch mal die Ansicht da interessieren, ob diese Denke überhaupt die richtige Richtung ist. Dankeschön. Danke. Da würde ich tatsächlich auch erstmal nochmal an dich, Awadalla, auch diese Frage gerne geben. Also, weil du auch mit traumatisierten Communities viel Arbeitserfahrung hast. Wie siehst du das? Ist das Retraumatisierung dann der richtige Begriff oder wo ist der Unterschied vielleicht so auch zwischen Retraumatisierung oder auch anhaltender Traumatisierung, wenn Geflüchtete keinen Zugang zur Therapie haben? Zu Heilungsprozessen.
Ich möchte erst das Ganze noch mal einige Schritte zurückführen. Ich habe ja schon gesagt, es ist sehr wichtig, konkret zu sein, wenn es um Empfehlungen geht. Aber es ist auch wichtig, ein bisschen zu abstrahieren. Ich glaube, wir müssen mit den Narrativen uns beschäftigen. Im Moment ist der Moment sehr schwierig in der Arbeit mit Flüchtlingen. In der vorhergehenden Runde bin ich schon ein bisschen in die Praxis eingestiegen und möchte jetzt wieder zurück in die Geschichte. Die Gesetze und der Rechtsrahmen für Flüchtlinge in Deutschland, wenn wir uns den anschauen, das ist sehr wichtig, denn da wird festgelegt, was die Menschen erhalten, wie sie akzeptiert werden, welche Krankenversicherung sie erhalten. Vor 2014, vor der großen Welle von Flüchtlingen und Asylsuchenden war der Rechtsrahmen moderner, als das heute der Fall ist. Ironischerweise hat dieser Moment 2015, als viele Menschen nach Deutschland kamen und Deutschland dargestellt wurde als das Land, das sehr aufnahmefreundlich ist, da wurden die Rechte der Flüchtlinge reduziert, die Familienzusammenführung wurde gestrichen, humanitäres Asyl wurde eingeführt, wo der Aufenthalt von 3 auf 1 Jahr reduziert wurde. Und der Grund, weshalb die Rechte zuvor besser waren, waren die Arbeit und der Flüchtlinge selbst. Vielleicht haben Sie gehört, was am Oranienplatz passiert ist, waren die Leute, die auf der Straße waren, die die Asylgesetze verbessert haben. Und dann, als die Menschen ins Land kamen, wurde das Ganze wieder umgekehrt. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Grenzen immer undurchdringlicher werden und die Grenzfrage verlagert wird, nicht mehr in Deutschland, sondern nach außerhalb. Und das bringt, darauf wollte ich noch mal zurückgehen. Wenn wir darüber nachdenken, welche Begriffe wir verwenden sollten, immer wenn wir über die Flüchtlingspolitik sprechen, wann waren Flüchtlinge jeweils Teil der Politik? Die Entscheidungen wurden immer über ihre Köpfe hinweg getroffen. Flüchtlinge waren nie Teil der Entscheidung, selbst in einem Land, das eigentlich stolz darauf ist, dass es in den letzten 10 Jahren die Flüchtlinge am stärksten unterstützt hat. Ich möchte das als eine wichtige, gute Praxis hier darstellen. Die Einbeziehung, die Teilnahme ist sehr wichtig. Und die Pressure-Gruppen oder der Einsatz für Rechte ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir das schaffen, dann können wir über Begrifflichkeiten diskutieren. Für mich ist es wichtig, Trauma zu überdenken und weshalb wir ein System haben, das nicht nur auf dem Trauma berührt, sondern auch auf der
Darstellung des Traumas, wie Margaret gesagt hat, wird gesagt, man sollte nicht darüber reden. Es gibt ein System, wo Menschen Zugang zu Diensten bekommen, auf der Grundlage, wie sehr sie weinen in der Anhörung oder sich auf ihre Vulnerabilitäten beziehen. Das ist nicht fair, denn selbst für die Leute, die zu den schwächsten Gruppen gehören, ist das System sehr schwierig. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass die Menschen nach ihrer Nationalität gruppiert werden. Genau das passierte mir auch. Du bist Ägypter, also du kommst in einen Raum, wo Ägypter wohnen. Diese Punkte müssen wir nicht nur ansprechen, sondern auch verhindern. Wir müssen im Vorfeld darüber sprechen, denn solche Dinge passieren und die lassen sich schlecht vermeiden. Es ist sehr wichtig, dass man bereits vorab sich damit beschäftigt, um die Menschen nicht vulnerabel zu machen. Die Menschen, die in Lager leben, haben natürlich keine sichere Erfahrung, sondern sie werden in eine sehr vulnerable Situation gebracht. Das System ist fast darauf ausgerichtet, dass es zu solchen Problemen kommt. Es wird zum Beispiel darüber gesprochen, vielleicht einen anderen Raum für LSITBQ-Menschen. Aber uns geht es darum, die Menschen aus diesen Strukturen so schnell wie möglich rauszunehmen, sodass sie ein neues Leben beginnen können, Teil der Gesellschaft werden und aus dieser vulnerablen Position befreit werden. Die Menschen fühlen sich kontrolliert, überwacht und sie haben keine Selbstbestimmung mehr. Das ist eine vulnerable Position. Und hier geht es darum, etwas dagegen zu tun, im Vorfeld bereits. Angekommen. Dann. Vielen Dank, Avanala, für den wichtigen Punkt. Ich hätte noch eine Frage außerhalb jetzt der offiziellen Strukturen. Also viele der geflüchteten Menschen werden ja auch von Privatleuten aufgenommen. Was wäre denn da euer Rat oder einfach sozusagen der Toolkit, worauf dann Privatleute zu achten haben? Weil Retraumatisierung kann ja auch in privaten Hilfsstrukturen, Familien, die Leute aufnehmen wollen, aus gutem Willen passieren. Was würdet ihr da gerne den Menschen einfach mitgeben? Damit. Ja. Danke für die Frage. Ich würde jetzt die tatsächlich an dich, Margret und Lilith, geben. Genau, vielleicht fängst du an, Margret. Du wurdest auch in der Frage vorher ja schon persönlich angesprochen. Okay. Ja, ich möchte mich auch noch mal bei dir bedanken. Und ich würde das gerne aufgreifen, auch bei der Frage, was kann man privat tun? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich die Haltung. Und die Haltung sollte eine sein von sozusagen die eigene Handlungsfähigkeit der Menschen, die angekommen sind, zu stärken und Raum zu lassen und eben möglichst alles vermeiden, was in Richtung Abhängigkeit und so weiter geht. Und dann gegebenenfalls auch bei der Frage eben von emotionaler Begegnung nachzufragen, vorher zu fragen und das ist natürlich im privaten Raum dann auch manchmal schwierig, weil da geht es ja dann auch um Begegnung und die soll ja auch sein. Aber genau da sehr achtsam zu sein
und auch Kontakte zu vermitteln. Also Menschen nicht, also Menschen zu empfehlen, sucht euch andere, sucht euch Community, die Community, aber die, die euch gut tut, die ihr wollt. Und wie immer die dann ist. Ja, und es gibt leider nicht überall, aber es gibt doch eben viel auch gute Community-Angebote. Ja, ich werde das auch mit dir zustimmen. Und was ich auch in einer meiner Ausbildung gelernt habe, ist, dass die Menschen haben Ressourcen und wir müssen sehen, welche Ressourcen sie besitzen und dann die bestärken, wie du gesagt hast. Das passiert sehr gut in großen Metropolen wie Berlin oder Hamburg oder München. Aber jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema auf ländlichen Raum. Ja, wir wollen die Menschen aufnehmen, wir wollen die auch unterstützen, aber da braucht man sehr viel Sensibilität zu Themen wie, was bedeutet queer? Ich erinnere mich auch, in Sachsen war ich bei einer Schulung und da hatte eine Ärztin, sie war von dem Gesundheitsamt dort tätig in dieser großen Unterkunft. Und eine Person hat sich gegenüber dieser Ärztin geoutet und hat gesagt, ich bin queer. Die hat das nicht verstanden. Und als ich das Schulung gemacht habe, nach 2 Wochen oder 3 Wochen, dann es ging ja um LSBTI und Flucht und dann auch das Wort queer. Und dann meinte sie, ich dachte mir, das sei ein Stamm in diesem Land. Also die Sensibilität fehlt zu diesen Themen. Und das hängt manchmal auch von der Bildung ab, aber anders mal in diesem Fall auch nicht. Eine gebildete Person, zuständig für die Gesundheit, für alle Personen in dieser Unterkunft, aber kennt den Begriff nicht. Ist auch in Ordnung. Man kennt diesen Begriff nicht. Wenn man in eigener Blase lebt auch. Aber dann kommt dieses Thema wieder, Aufklärungsarbeit, Ressourcen zu teilen, miteinander in Gespräch zu kommen. Auch die Leute, die die Familien aufnehmen möchten oder die Familien, die Menschen aufnehmen möchten, sie müssen bewusst sein, dass sie mit Menschen arbeiten, die voller Ressourcen sind, nicht nur Opfer sind, sondern die haben das erlebt und die sind jetzt hier. Die haben sehr viel Kraft, Energie, die können das eigentlich weiterhin überleben. Aber sie brauchen jetzt vielleicht diese Selbstakzeptanz, und auch diese Energie von Mitmenschen in der Umgebung, die das versichern, du bist in der Sicherheit, wir akzeptieren dich, wie du bist und auf eine Augenhöhe diese Kontakte zu haben, nicht als Schützlinge und der Schützer oder the great white savior, der überall hinging und hat alles zerstört. Naja, gut. Marie hatte noch signalisiert, du möchtest noch dazu ergänzen. Genau, danke, nur eine ganz kurze Anmerkung. Also ich glaube, dass auch die Kommunen selbst und die Landkreise selbst hier eine Aufgabe haben. Und zwar in der Weitervermittlung von und Weitergabe von Informationen. Also dass wirklich Informationen auch mehrsprachig an Menschen gegeben werden, die Menschen aufnehmen möchten, geflüchtete Menschen, zu den Hilfsdiensten und Fachstellen, die vor Ort sind und die darin auch unterstützen, die Hilfssysteme, die ja, wenn sie vorhanden sind, also auch besser zu navigieren. Also auch Unterstützende können sich Hilfe bei Fachstellen suchen und sich Know-how und Beratung suchen, das ist möglich. Aber oft weiß man gar nicht, dass es diese Fachstellen und Anlaufstellen gibt in den Kommunen. Und ich glaube, da haben die Kommunen selbst eine Aufgabe, genau dieses Wissen auch zu vermitteln und weiterzugeben. Danke, es gibt hier noch eine letzte, zwei, drei Fragen.
Wir haben ein bisschen Puffer in der Zeitplanung. Wir können die gerne noch dran nehmen und dann eine kurze Antwortrunde machen. Dann fangen wir hier an. Ja, ganz vielen Dank an alle Teilnehmenden des Panels. Das war wirklich jetzt ein sehr spannender Input für mich. Ein Thema, was mich umtreibt, also das ist in den Bundesländern ja unterschiedlich geregelt, also das weiß ich jetzt auch nicht, wie es da in allen aussieht, aber jetzt die Kosten zum Beispiel für geflüchteten Unterkünfte, die Finanzierung ist ja immer ein großes Thema. Es gibt ja einmal geflüchteten Unterkünfte für alle Menschen geschlechtlicher, sexueller Identität. Und dann gibt es ja auch hier von der Schwulenberatung in Berlin eine queere Geflüchtetenunterkunft. Aber wenn ich mir, also gerade bei geflüchteten Unterkünften, das Thema Vertrauen wurde ja angesprochen, die Begleitung von teilweise hochtraumatisierten Menschen, ist es total wichtig, dass die Finanzierung, und real sieht es so aus, dass in den meisten geflüchteten Unterkünften, das sind ja Zuwendungsprojekte, die Finanzierung nur für 2 Jahre sichergestellt ist. Und hier wurde Traumatisierung angesprochen, Retraumatisierung, gerade wenn das Personal, weil vielleicht der Träger wechselt, nach 2 Jahren wieder das Personal, die Mitarbeiter, die vorher geschult wurden, dann wieder keine Ahnung haben, weil das ein Träger ist, der in dem Bereich noch gar nicht gearbeitet hat, dass die Geflüchteten, die vielleicht mehrere Jahre in diesen geflüchteten Unterkünften untergekommen sind, kein Vertrauen dort aufbauen können. Und deswegen empfehle ich, dass an dem Zuwendungsrecht diesbezüglich etwas getan wird, damit es nachhaltige Strukturen sind, wo die Finanzierung über Jahre oder für immer gesichert ist und nicht nach 2 Jahren immer wieder neu verhandelt wird, welcher Träger die Geflüchtetenunterkunft ausführen darf. Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht können wir das Mikro gleich, Nina, du hattest auch eine Frage, ne? Aber hier ist, wenn gerade das Mikro da ist, dann kannst du es vielleicht gerade nehmen. Genau, und vielleicht die Person hinten noch nach vorne kommen, dann können wir die Frage gleich im Anschluss stellen. Yeah, thank you very much, everyone. I'm just vielen Dank an alle. Ich spreche Englisch, denn ich möchte Ahmed mit einbeziehen. Ich fand es sehr toll, was du gesagt hast über Flüchtlingsamt und die Teilnahme, die Partizipation. Und im Vorfeld der des Kongress haben wir uns überlegt, wer sind die Experten, wie spricht man über queere Flüchtlinge. Und hier müssen wir kritisch herangehen. Ich bin eine weiße Frau, die auf dem Gebiet forscht. Wer bin ich, um über solche Erfahrungen zu sprechen? Meine Frage ist, gibt es konkrete Empfehlungen, was getan werden müssen, dass Flüchtlinge, insbesondere queere Flüchtlinge, mehr in den Entscheidungsprozess einbezogen werden können? Ich frage vielleicht gleich die nächste und dann ist das unsere letzte Runde an Fragen. Hallo, ich würde gerne erstmal Lilith bedanken. Es war so empowerment für mich, dich da zu sehen, als eine teen-geflüchtete, queer-geflüchtete Person, die auch in diesem Bereich Aktivismus und Arbeit und etwas macht. Es ist nämlich selten, das zu sehen, die Personen, die selber Erfahrung haben in diesem Bereich, also zu sehen. Es ist selten. Ich glaube, es ist ein bisschen ungern gesehen, auch die laute queere Geflüchtete in diesem Bereich. Also ich glaube, das ist sehr ungewünschte Format, wenn wir über Geflüchtete reden, dass die laut sind und dass sie die selber Aktivismus machen, dass sie eigenes Rechte schützen oder dass sie überhaupt nicht in dem Rahmen anpassen wollen, die Rahmen, die von deutscher Gesellschaft oder deutscher queere Gesellschaft oder Refugee-Gesellschaft oder Refugee-Normen bla 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 angeboten werden. Meine Frage kommt darüber. Also Aktivismus als ein Untraumatisierungsmechanismus. Was denkt ihr darüber? Weil es ist so immer, keine Ahnung, es ist schon
keiner würde das finanzieren. Ich bin sicher, ja, okay. Es würde auch nicht Ressourcen dafür geben. Aber es könnte auch weniger, also es könnte mindestens barrierearmer gemacht werden, dass die Leute das machen dürfen oder können. Nicht sofort, also Munzu spricht darüber nicht eher so, als auch ein Empowerment, eine Untraumatisierungsmechanismus. Also erste würde ich zu dir, aber also generelle Frage, danke. Vielen, vielen Dank für diese tollen Fragen. Würde ich tatsächlich jetzt in Anbetracht der Zeit eben einmal noch die Frage zu Aktivismus als Mittel gegen Trauma an dich, Lilith, stellen und die Frage nach Empfehlungen, um Geflüchtete auch politisch einzubeziehen, an dich, Awadallah. Möchtest du gehen? Gerne. Erstmal Dank für dein Lob. Fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich so angesehen werde. Aktivismus als Mittel gegen Traumatisierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das kann uns sehr viel helfen, hatte mir auch sehr viel geholfen. Und einer der größten Vorteile des Aktivismus in diesem Bereich, würde ich sagen, aus meiner Sicht, ist, dass du hast dieses Gefühl, dass du kannst was ändern. Ob das ändert oder nicht, das ist eine andere Sache, weil die Macht liegt nicht bei dir, aber du hast dieses Gefühl und dieses Gefühl gibt dir wiederum diese Stärke, deine eigene Schicksal zu erobern und zu sagen, ja, das bin ich. Und so bin ich und so kann ich auch weiterleben. Alle diese Zuschreibungen, die von den draußen kommen, ja, die werden immer wieder kommen. Die Leute versuchen auch zu verstehen, wie sieht es aus in queeren Realitäten, wie sieht es aus in queer Leben, wie sieht es aus mit den Geflüchteten, Nicht-Geflüchteten, alles herum drum. Das wird immer sein und das ist auch gut so. Da braucht man einen Austausch auf Augenhöhe wiederum. Aber das würde ich auch empfehlen. Und was würde ich dann auch dazu sagen, ist, dass die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Das wäre super von den Ressourcen, die wir da haben. Und die sind auch nicht zu viel. Die sind auch ausschöpfend, ehrlich gesagt. Die sind nicht zu viel, wenn es um Stiftungen geht und auch Organisationen geht, die das anbieten können. Die brauchen wiederum auch Mittel, um das nachhaltig zu machen. Und wenn ich das ganz kurz darf, oder erstmal Awadallah, möchtest du antworten, deine Frage, wenn ich das aufhängen dürfte? Also, gerne beide kurz. Ja, gerne. Also das ist auch eine ganz kleine Antwort darauf. Also ich glaube, wie ich jetzt Teil dieser Podiumdiskussion bin und das ist durch die Befähigung von der Community, die queeren Community, die weiße queeren Community, die haben mich befähigt durch ihre Unterstützung und stets dieses Gefühl zu geben, Lilith, du kannst mehr als das, was du im Moment kannst. Und das hatte mir geholfen. Deswegen bin ich jetzt auch einer der Mitentscheiderinnen in diesem Bereich. Also nicht auf politischer Ebene, aber auf Policy-Ebene, auf der Ebene der NGOs und auf der Ebene der unserer kommunalen Politik. Also so konnte man die Leute auch befähigen und sie Zugang zu diesen Themen als Mitentscheiderinnen geben. Vielen Dank für die Fragen. Und ich denke, dass Liliths Antwort sehr wichtig ist und richtig ist. Ich würde nur versuchen, einige Punkte noch hinzuzufügen oder dann noch etwas mehr ins Detail zu gehen.
Also grundsätzlich ist es ein einfaches Prinzip, also nichts über uns ohne uns. Manchmal ist es aber so, dass es dieses Motto gibt. Und die Frage ist dann, wie setzt man das in die Praxis um? Was passiert, wenn wir versuchen, dieses Motto in die Praxis umzusetzen? Also das Konzept ist wirklich Teilhabe. Und es gibt so viele verschiedene Ebenen der Entscheidungsfindung und der Organisationsarbeit, die in dieser Gruppe auch gemacht werden. Also ich bin 2014 als queerer Geflüchteter hier angekommen und damals gab es keinen queeren Geflüchteten. Da gab es diesen Terminus in der Form nicht. Langsam wurde dieser Begriff eingeführt. Wir leben in einer materialistischen Welt, also Hilfsstrukturen basieren auch immer auf Finanzierung, auf Geld. Also es ging natürlich immer auch darauf, mehr Flüchtlingscamps einzurichten, Verträge mit Behörden oder mit Unternehmen einzugehen, um die Möbel bereitzustellen. Und das sind Strukturen, die entstanden sind dank der Geflüchteten. Aber die Geflüchteten waren dabei außen vor. Also wenn wir über Teilhabe sprechen, wenn wir über Inklusion sprechen, dann wollen wir einfach mitentscheiden. Aber in der Realität ist es so, dass wenn die Menschen darum bitten, dass sie einen Beitrag leisten können, dann wird eigentlich gefordert, dass sie quasi umsonst arbeiten, dass sie beraten, sich an der Diskussion beteiligen, aber letztendlich unbezahlt. Und das kann so nicht funktionieren, insbesondere für Menschen nicht, die sich in einer sehr prekären Situation befinden. Sie brauchen mehr Unterstützung. Und ich sage aber nicht, um zu sagen, man kann gar nichts machen. Das stimmt auch nicht. Man muss hier einfach die Ressourcen umverteilen. Es gibt Ressourcen, sie sind begrenzt, aber die Frage ist, wie können wir sie anders verteilen, basierend auf einem anderen Konzept. Also wenn wir queere Geflüchtete bitten, sich an der Forschung zu beteiligen oder an einem Projekt zu beteiligen, dann führt das zu bestimmten Einkommen oder Wohlstand. Und die Frage ist dann, wie wird dieser Wohlstand, dies dann verteilt. Und ich meine das jetzt nicht nur rein finanziell. Es geht auch um so etwas wie Chancen. Es geht darum, beispielsweise Karrierepfade zu eröffnen. Also diese Dinge können etwas verändern. Und wir fordern die Menschen ja auch auf, sich intellektuell zu betätigen, also intellektuelle Arbeit zu leisten. Und wie kann man diese intellektuelle Arbeit dann anerkennen auf angemessene Art und Weise? Also ich denke wirklich, es geht um die Umverteilung von Ressourcen und darüber, dass man anders darüber nachdenkt. Und jetzt nochmal zum Aktivismus. Ja, also Menschen wie ich sind quasi, gehören zu den queeren Geflüchteten, die es geschafft haben, die in der merkwürdigen Lage sind, und also ist das jetzt eine Möglichkeit zu überleben, also dieser Kampf, dieser Aktivismus und so weiter. Es ist auch alles sehr ermüdend. Also nach vielen Jahren habe ich meine Arbeit aufgegeben. Nicht, weil ich nicht glaube, dass diese Arbeit gemacht werden muss, sondern weil ich einfach anders diese Arbeit machen möchte, indem ich beispielsweise schreibe, indem ich aufkläre, indem ich einfach zur Verfügung stehe für meine Gemeinde. Das ist die queere Geflüchtetengemeinde und ich möchte das einfach etwas anders machen, also anders bereitstehen. Also wie bereits zuvor gesagt, wir sprechen ja viel über Schulungen. Dieses Wort wurde ja sehr häufig heute genannt. Aber meistens meinen wir damit Menschen, die in diesem Hilfssystem sind, also in den Hilfsstrukturen. Wir sprechen jetzt nicht über die queere Geflüchtetengemeinde selber. Also in Kairo habe ich in einer Flüchtlingsorganisation gearbeitet und ein Großteil unserer Arbeit bestand
darin, dass wir mit Community-Based Organizations gearbeitet haben. Denn alle Geflüchteten hatten irgendwelche Strukturen, um anderen Geflüchteten zu helfen. Und da müssen wir hinein investieren. Das sollte das Ziel der Schulungen und der Unterstützungsleistungen sein. Und nicht nur diese Unterstützungsstrukturen, die diesen paternalistischeren Ansatz verfolgen. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Ich danke Ihnen, dass Sie und euch, dass ihr hier geblieben seid, für die Aufmerksamkeit. Wir sind jetzt tatsächlich von der Frage von Trauma, Überwindung von Trauma, Schutz auch zu Fragen von, wie nutzen wir Rechtsinstrumente, aber auch wie organisieren wir uns, wie verteilen wir Ressourcen anders um, wie gehen wir auch mit Machthierarchien um etwas zu verändern. Das ist so ein bisschen der Weg, den wir in diesem Gespräch gegangen sind und den wir hier im Raum jetzt gerne auch weitergehen können. Am Nachmittag in den Workshops haben alle die Möglichkeit, auch gemeinsam mit den Panelistinnen zu diskutieren. Ich lade Sie dazu nochmal herzlich ein, sich in den Listen einzutragen für die 5 verschiedenen Thementische. Und möchte auch dazu sagen, dass der Thementisch Nummer 5, Unterkünfte und Schutzkonzepte, nur in der ersten Hälfte der Zeit besetzt sein wird. Also wer mit Lilith und Marius weitersprechen möchte, gerne in den ersten Slot eintragen. Das sozusagen für die Menschen im Raum, für die Menschen, die uns online verfolgt haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allem jetzt bitte nochmal einen großen Applaus für unsere Panelistinnen. Herzlichen Dank. Applaus